Ja, Teddys verbrennen, das macht Spaß. Hui! Ja, hui! Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja durch den Regen geschafft und Six hat ihr Regenoutfit angezogen, das sie hier gefunden hat. Was mich zu der Annahme führt, dass dieser Teil vor dem ersten Teil spielt. Da sie im zweiten Teil ja, im ersten Teil ja schon ihren Regenmantel hat. Gut. Jetzt, ich wurde gebeten, den Hut zu wechseln, aber solange es regnet, finde ich den einfach am stimmigsten. Ich werde danach mit dem Holzhut weiterspielen. Komm, lass mich hoch. Wie geht das nochmal? Psst. Hallo, interagieren. Ah ja, jetzt. Dann nochmal. Jawohl. So. Was haben wir denn hier? Ich will diesen Hut. Ich schmeiß mich darauf. Geht also nicht. Kann man die Tür zuschieben? Nein. Doch, doch. Ja, 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 ja. So, jetzt ist die Tür zu. Geht's wieder auf. Ist hier irgendein Geheimnis oder sowas? Auf dem Stuhl rauf? Ich glaube ja. Weil die Tür ja wieder aufgeht. Die ist ja nur dazu da, dass man den Stuhl da hinten nicht sieht, glaube ich. Glaube ich zu wissen, hoffe ich zu tun. So, jetzt aber. Schnell. Nicht? Echt nicht, oder? Schade. Naja, dann ist halt nichts. Ich dachte, man kann jetzt irgendwie über den Tresen, über die Stange, dann... Naja, was bringt's? Bringt eh nichts. So, hier geht's wieder raus. In den Regen. Sind da Schuhe im Mülleimer. Und nein, ich habe keinen Schuhfetisch. Ich finde es nur so witzig, dass hier überall Schuhe rumliegen. So, Six. Hilf mir mal, das Ding zu bewegen. Nein, nicht. Ja, was? Ah, doch. Okay. Aha. Und? Und nun? Bin ich da? Ah, okay. Ja, sie macht uns eher alles vor. Einmal hoch. Nur zu zweit geht das auf? Ja, okay. Und rein. Bis jetzt sehr unspektakulär. Oh. Was ist das? Ein neues Gebäude? Gehen wir halt über die Treppen hoch. Sorry Leute, ich weiß nicht, was los ist. Wir haben Frosch im Hals. So, rein da. Jetzt wird gespeichert. Okay. So. Der Wagen, kann man den schieben? Schieben nicht, aber man kann rauf. Okay. Wie weit komme ich da hoch? Ich
nicht mehr weiter. Oh. Darf ich da sein? Hinter dem Bett? Ja, gut. Ja, was ist das? Ein Gefängnis oder was? Hier Gitterstäbe. Ein Rollstuhlmann. Der anscheinend keinen Schatten wirft. Aber die geht da schon, oder? Ah, nee, der Schatten ist weiter hinten. Ist schon okay. Also, das ist jetzt entweder ein Irrenhaus. Oder ein Gefängnis. Im Rollstuhl nach. Könnte es ein Irrenhaus sein? Ja, nee, naja, man braucht ja keinen. Sagt ja nichts aus, dass hier ein Rollstuhl steht. Muss ja nicht jeder Irre in dem Rollstuhl hausen. Boah. Achso, man muss mit Anlauf, ne? Oh. Nein! Festhalten, komm. Ja. Für meinen Geschmack geht Six ein bisschen zu sehr voraus. Ich meine, ja, ist ja toll. Am Anfang war es ja ganz toll, dass man irgendwie geguided wird. Aber jetzt würde ich schon lieber selbst alles... Oh, Hilfe. Erforschen. Hier kann man die Sicherung rausdrehen. Guck mal zuerst mal, was passiert, wenn man sie nicht rausdrehen. Ja, scheint schon so ein Krankenhaus zu sein. Vielleicht ein Gefängniskrankenhaus. Vielleicht ist Irrenhaus jetzt falsch gewählt gewesen von mir. Ah, ja gut. Ich muss die Sicherung von da drüben da reindrehen. Oder so ein Hybrid-Mix aus den beiden Sachen. Irren, Krankenhaus, Gefängnis. So, wir nehmen die raus. Aha. Da kann man nicht laufen, oder was? Ja, doch, kann man. Ding, 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 ding. Und rein. Ja, läuft. Ah, ich habe ganz vergessen, den Timer zu stellen. Warte mal kurz. Dann wird die Folge ein bisschen länger. So, weiter geht's. Oh, wow, wow, wow. Help me. Komm ich da rein? Schnell, schnell. Six, hilf mir. Hilfe. Ah. So, kann man da raus gucken oder so? Nichts? Na, schade. Ist man denn so langsam? Oh, Taschenlampen-Action, jetzt geht's los. Ey. Was? Ah, B. Was ist B? Warte. Das. Okay. Ich habe hier einen anderen Controller. Ich habe hier einen PlayStation-Controller angeschlossen. Das wird echt gruselig. Aber man kann nach oben leuchten. Aha, aha, aha. Wird die langsam leer, die Glühbirne? Ah, die Glühbirne. Die Taschenlampe? Ich hoffe mal nicht. Denn ich bin ein Erkunder. Jetzt ist es ein Horrorspiel, ne? Da ist wieder so ein Rollstuhl. Was liegt da drauf? Ist das ein Radio? Oder was soll es sein? Da ist eine Prothese. Ein Bein. Uah. Ja, wieder so ein Achievement. Licht? Hallo?
das nehmen? Kann man das schieben, ziehen oder sonst was? Kannst du das, Six? Nicht. Schade, schade, schade. Geht nicht. Ich hätte so gern für die ganzen Schuhe mal ein Bein mitgenommen. Ja. Nachttopf. Und noch ein Rollstuhl. Ist was hier drin, oder wie? Einfach ein leerer Raum. Da war bestimmt was versteckt. Leuchte mir mal. So. Ja, nichts übersehen. Sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Gitter von vorhin? Und dann gehen wir kurz rein. Hilfe, ey. Kann man das aufmachen? Zu zweit? Anscheinend nicht. Ich höre schon wieder so einen Fernsehermann. Oder ist es ein Fernseher oder eine Jukebox oder was? Aber auf jeden Fall schnarrt da was. Ach komm, da können wir eine Cola. Cola ziehen. Mehrere? Kommt irgendwann auch mein Hut raus? Ich probiere das jetzt noch ein bisschen. Oh, jetzt ist es aus. Aber ein Achievement. Mhm. Hey, kann man die Nummer ziehen? Oder? Nicht? Nee. Also, ich weiß schon, man braucht die Dose, um den Schalter zu treffen. Nee. Bevor wir hier weitergehen, gehen wir nochmal zurück. Nicht, dass wir was verpassen. Denn hier könnte ja was versteckt sein. Und nicht stehen bleiben einfach, ey. Da kriege ich Angst. Bleibt er plötzlich stehen. Hier und hier ist genau gar nichts. Außer einer Kaffeetasse. Ich habe vergessen, wie man Gegenstände... Ah ja, jetzt. Ich bin gar nicht kaputt. Ich will noch mal sehen. Das ist ein Easter Egg oder so. Nur für mich jetzt, komm. Schalt mal das Licht ein. Schalt das Licht ein. Nichts? Gar nichts drauf auf der Tasse? Ja, okay. Sorry. Wir machen ja schon weiter. Ja, wirf die Dose. Wirf die Dose. Gegen den Schalter. Fail. Ja. Ah ja, jetzt. Ah, rein in die gute Stube. Ah, das ist der Fernseher. Der Fernseher. Nein! Darf ich da nicht hin? Muss ich da hin? Ich gehe mal da hin. Alter, alles vibriert. Rein in den Fernseher. Rein.
Achso, ich muss das Bild einstellen. So. So? So, ja. Nee. Ja, wie jetzt? Leute, ist gar nicht so einfach. Achso, man muss es dreimal einstellen. Wahrscheinlich. Da ist wieder die Tür. Die ominöse Tür. Aber kann ich jetzt die Taschenlampe benutzen? Kann ich von der Tür weggehen? Bringt es mir was, von der Tür wegzugehen? Nee. Alles ist in Zeitlupe. Voll gruselig. Immer langsamer. Okay. Ja, krass. Was hat's. Was hat sie Angst vor uns, oder was? Was hat das mit den Fernsehern auf sich? Was denkt ihr, Leute? Wohl einige Leute ihren Kopf verloren. Krass, 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 krass. Aha, was? Also ein Röntgending. Hier, das Bärchen hat einen Schlüssel verschluckt. Wir suchen also das Bärchen. Kann ich... Ja genau, das wollte ich gerade machen. Kann ich Six irgendwie röntgen? Röntgen? Hallo? Sieht man bei mir? Sieht man bei mir irgendwas? Lol. Echt cool. Ah, das ist der Bär. Und der Hase. Oh, sie hat ein Spielzeug mit. Kann ich das röntgen jetzt? Komm mal mit. Geh rein damit. Ja, ist cool. Sie hat den Schlüssel gleich gefunden, ne? Aber das ist doch kein Bär, also ich meine, das ist doch so ein Affe. Ja, und jetzt gibt sie den nicht her, oder? Ja, gut, gut. Kann ich mir auch was nehmen? Den hier? Den hier. Leute, das wird die Röntgenfolge. Wir erforschen das Innenleben von verschiedensten Stofftieren. Hier, guckt ihr das mal an. Ja, gut, Six, ich weiß, du hast ihn schon gefunden. Trotzdem, kommen wir. Schauen uns jetzt das Bärchen noch an. Bärchen. Sie muss sich immer in den Mittelpunkt stellen, ne? Ja. Die Ente? Ja, nee. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist er irgendwo eine Mütze oder so versteckt. Ich weiß, ich bin hier Mützefieber in dem Spiel. Hier. Zack. Gar nichts, ne? Mir wurde auch gesagt, ich übersehe oft Hinweise. Zum Beispiel bei dem Schachrätsel war anscheinend die Lösung hinter dem Plakat versteckt. Habe ich gar nicht so gesehen.
Aber okay. Muss ja nicht alles sehen. Ja, sie nimmt das Äffchen schon mal mit. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir mal nach oben. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Hier brauchen wir zwei Sicherungen. Und das wird der Schalter dazu sein. Ja, bewegt sich nicht. Okay. Warte, wo hat sie das Äffchen hingetan? Oh, wehe, das finde ich jetzt nicht mehr. Hier brauche ich eine Sicherung. Dann kann ich da wahrscheinlich reingehen und finde noch eine zweite Sicherung. Und dann kann ich die beide da reinstöpseln. Hoffe ich, glaube ich. Hier bräuchte man den Schlüssel vom Äffchen. Wo ist das Äffchen? Das ist kein Äffchen. Da liegt das Äffchen, oder? Jawohl. Die Frage ist, wie kriegen wir den Schlüssel aus dem Äffchen raus? Der wird das jetzt so nicht verwenden, ne? Ist hier irgendwo so ein, weiß ich nicht, Mixer oder sowas? Oder ein Messer oder... Haben wir da hinten was übersehen? Hier kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Wie sieht's hier aus? Kannst du mich hier hochwerfen? Nicht. Dann halt nicht. Die haben alle keinen Kopf mehr. Und ich muss den Äffchen jetzt auch den Kopf abnehmen. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich eine Maschine, die Köpfe abnimmt. Hier oder da drin. Da war ich noch gar nicht, ne? Ja, da, 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 da. Ja. Ja. Gehen wir da mal rein. Ah! Help me. Oh, 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 eine Leichenhalle. Ah, ein Krematorium. Okay. Ah, hier kann man Leichen verbrennen. Und auch Äffchen. Kleine böse Äffchen. Rein damit. Tschüss. Tschüss, mein Äffchen. So. Und ab in den Ofen. Ab dafür. Komm. Ja, sie erschreckt. Das Äffchen. Nein. Hier kriegen wir jetzt einen Schlüssel. Da muss ich reinkriechen. Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist nicht da. Alter, was? Komm rein. Da. Wo ist er? Da ist noch ein Stück Hand. Habe ich das falsch gemacht? Habe ich das falsch gemacht, Leute? Muss der länger burnen? Aber es wurde doch gespeichert jetzt. Hallo.
Tja. Ich glaube, der Schlüssel ist jetzt kaputt. Komm, geh auf ganz. Bringt mir das gar nichts. Ja, es ist blöd jetzt, ne? Ihr habt es doch auch gesehen, der Schlüssel war in dem Affen, oder? Der Schlüssel war da drin. So, wir verbrennen jetzt die ganzen Stofftiere da oben. Mir egal. Komm. Das Äffchen jetzt wieder hier steht, ne? Alter. Jetzt nimmt die was anderes. Ist jetzt hier auch der Schlüssel drin, oder was? Ja, okay, es ist was drin. Lol, und ich habe noch gezögert, die Ente zu nehmen, ne? Komm, ich nehme, spaßhalber, nehme ich den noch. Komm mit. Dein letztes Stündlein hat geschlagen, aber zuerst wirst du gerönt. Und lass ihn los. So. Haha. Wusste ich's doch. Ah, ist der richtige Schlüssel drin. Oh, wir nehmen beide mit. Komm. Mich kann man nicht austricksen. So. Rein in den Lift. Haha. Ja, Teddys verbrennen. Das macht Spaß. Hui. Ja, hui. Rein in die gute Stube. Der Teddy-Entsorger. Ups. Alles rein, alles rein. Komm, mich auch noch. Nee. So, dein letztes Stündchen, ne? Harvey. So Leute, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und freue mich über eure Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!